Die Ausbildung als Rettungssanitäter dauert 3 bis 4 Monate. In dieser Zeit lernt man wichtige Dinge. Während der Ausbildung bekommt man kein Gehalt. Wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, bekommt man ungefähr 2.200 € monatlich als Gehalt. Um im Rettungsdienst anfangen zu können, muss man mindestens 18 Jahre alt sein und einen Hauptschulabschluss haben. Anforderungen, um im Rettungsdienst arbeiten zu können, sind Entscheidungsfähigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen, psychische Stabilität und einen guten körperlichen Zustand. Medizinische Fachangestellte vergeben Termine, dokumentieren Behandlungsabläufe für die Patienten. Sie sorgen für die Abrechnung der erbrachten Leistungen. Sie organisieren den Praxisablauf. Sie legen Verbände an, bereiten Spritzen vor und nehmen Blut für Laboruntersuchungen ab. Sie informieren Patienten über Vor- und Nachpflege. Medizinische Fachangestellte arbeiten in Arztpraxen aller Fachgebiete, in Krankenhäusern und in anderen Gesundheitswesen, sowie in medizinischen Laboren. Die Anforderungen für medizinische Fachangestellte sind Sorgfalt, Verantwortungsbewusstsein, Kontaktbereitschaft und Einfühlungsvermögen, sowie psychische Belastbarkeit, Schweigepflicht, engen Körperkontakt mit Menschen. Es ist keine bestimmte Schulbildung vorgeschrieben. Die meisten Praxen stellen Auszubildende mit mittlerer Bildungsabschluss ein. Im ersten Ausbildungsjahr verdient man 880 €, im zweiten Ausbildungsjahr 935 €, im dritten Ausbildungsjahr 995 €.